All die Jahre, in denen wir unseren Dienst vorbildlich gemacht haben, die zählen bei der Bewertung nicht. Es zählt nur das, was vermeintlich dort geschrieben wurde. Und auch das wird noch interpretiert. Ich muss damit rechnen, dass ich auf eine andere Dienststelle komme, dass mir aber weiter über meine gesamte Dienstzeit weiter zugesetzt wird, dass ich nie mehr befördert werde, dass ich wie eine heiße Kartoffel rumgereicht werde. Keiner will uns haben. Ich blicke relativ pessimistisch in die Zukunft. Eigentlich dürfen Beamte nicht an die Öffentlichkeit gehen und deshalb haben wir die Person unkenntlich gemacht. Gleich werden wir noch mehr von ihm hören, aber schauen wir uns erstmal die Fakten an. Um diese Vorwürfe geht's. Anfang Juni 2021. Das Spezialeinsatzkommando Frankfurt, hier Bilder von einer Antiterrorübung, gerät unter Rechtsextremismusverdacht. Wohnungen werden durchsucht. Der Vorwurf, 20 SEK-Beamte sollen in internen Chatgruppen rechtsextreme Inhalte geteilt haben. Das SEK, der ganze Stolz der Polizei, bekommt daraufhin einen kräftigen Dämpfer vom obersten Chef persönlich, Innenminister Peter Beuth. Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen. Das inakzeptable Fehlverhalten gleich mehrerer Mitarbeiter sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt macht für mich dessen Auflösung unumgänglich. Eine neue Fehlerkultur müsse her. Beuth ordnet an, die Elitetruppe wird neu organisiert. Wiesbadens Polizeipräsident Stefan Müller bekommt den Auftrag dazu. Zwei Verfahren wurden eingestellt. Gegen 18 der 20 beschuldigten SEK-Beamten wird weiter ermittelt. Also die Vorwürfe, die sind noch auf dem Tisch. Gegen 18 Beamte wird weiter ermittelt. Aber wie so oft gibt es nicht nur diese eine Sichtweise der Dinge. Die Beamten selbst sehen sich als Bauernopfer vom Dienstherrn im Stich gelassen. Ein ehemaliges Mitglied des Spezialeinsatzkommandos der Frankfurter Polizei spricht mit uns. Er will unerkannt bleiben. Die Angst vor einer Strafverfolgung wegen Geheimnisverrats ist groß. Die SEK-Beamten fühlen sich öffentlich falsch dargestellt. Sie sprechen von Rufmord, schildern uns ihre Sicht der Dinge und geben zu. Ja, Beleidigungen in unseren Chats wie Arschloch, Wichser gab es schon. Auch mal das Wort Zigeuner, was vor vielen Jahren ja auch noch polizeilicher Sprachgebrauch war. Und dafür gibt's jetzt eine Strafverfolgung wegen Volksverhetzung. Es gab schon Anweisungen, dass solche Vokabeln nicht mehr zu nutzen sind. Aber ja, das geht uns untereinander auch noch manchmal über die Lippen. Da sind wir nicht frei von. Auslöser für diese Wortwahl sei vor allem Frust im Dienst gewesen. Es ist nun mal so, dass nach Festnahmen Beleidigungen erfolgen. Es ist schon Standard, dass wir dann auch als Nazi betitelt werden. Dann beißt man sich wirklich auf die Lippe. Erst nach dem Einsatz heißt es oft untereinander, habt ihr gehört, was der zu mir, zu uns gesagt hat? Und dann fallen auch von uns wirklich Beleidigungen untereinander, die derbe sind, die nicht in Ordnung sind. Aber uns ist klar geworden, diesen Sprachgebrauch müssen wir abstellen. Und das, was man uns jetzt vorwirft, das nehmen wir auch so an. Jetzt fühlen sich die abgesetzten SEK-Beamten vom hessischen Innenminister verraten. Von heute auf morgen sei völlig egal, was sie über Jahrzehnte geleistet hätten. Für mich persönlich war es mit das Demütigendste, was ich je mitgemacht habe. Es sind bewaffnete Einheiten bereitgestellt worden, falls wir der Waffenabgabe, Auskleidung und so weiter nicht nachkommen, die gegen uns agiert hätten. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das lässt mich ungläubig zurück. Es seien auch vier Kollegen vom Dienst freigestellt worden, denen keine Beteiligung an den Chats vorgeworfen wird. Für die Polizisten eine politische Hetzjagd, die sie sich nicht erklären können. Wenn wir uns überlegen, wie oft wir unsere Familien beim Einkauf, bei Geburtstagsfeiern einfach haben stehen lassen, weil unser Telefon geklingelt hat. Und die jetzt genauso vor einem Scherbenhaufen stehen. Die Familien sind fassungslos. Ich kann für mich sagen, ich bin dadurch gebrochen worden. Die Mitglieder des SEK sprechen öffentlich darüber, um aus ihrer Sicht eine Chance auf eine berufliche Zukunft zu haben.
Das eine ist die Angst um die berufliche Zukunft und das andere ist, was ist justiziabel? Unsere HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka ist bei uns. Heike, die Beamten sagen ja, das sei zum Teil derbe gewesen, aber nicht rassistisch gemeint. Was ist strafrechtlich relevant und was nicht? Das prüft zurzeit die Staatsanwaltschaft und da befindet sie sich natürlich in diesem Spannungsverhältnis, in dem sie sich da immer befindet. Das heißt, sie muss klären, was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und was ist eindeutig strafrechtlich relevant. Strafrechtlich relevant ist, wenn ich die Ehre von jemandem verletze. Aber wo ist da die Grenze? An welcher Stelle ist die Ehre verletzt? Wenn man bei der Staatsanwaltschaft nachhorcht, findet man Leute, die sagen, da sind sehr wohl Inhalte drin, die strafrechtlich relevant sind. Jetzt wird es im Einzelnen geprüft. Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar, dass die Beamten so enttäuscht sind? Naja, die Beamten sagen, jahrelang hat man sich mit uns gebrüstet. Noch 2 Tage, bevor man uns die Waffen abgenommen hat, bevor der Minister öffentlich gesagt hat, egal was aus diesem Verfahren rauskommt, ihr kommt nie wieder zurück. Also ein Urteil ist gesprochen, noch bevor diese Fälle eigentlich ausermittelt sind. Das kann ich schon verstehen, dass man da enttäuscht ist. Dass man sagt, jahrelang geht der her und nehmt unsere Erfolge als die eigenen und plötzlich wird von toxischer Männergesellschaft geredet und werden wir mit solchen Worten belegt. So schwarz-weiß ist es nicht. Hat Innenminister Beuth sich schon auf diese Aussagen jetzt zurückgemeldet? Ja, der Minister zeigt sich extrem unversöhnlich. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja sozusagen der Polizeiminister. Er ist zuständig für die Polizei. Und er hat noch einmal wiederholt, was er vorher schon gesagt hat, diese Männer seien charakterlich nicht tragbar für eine solche Spezialtruppe, für eine schwer bewaffnete. Denn an Polizisten müssten höhere Ansprüche gestellt werden, moralische Ansprüche, gerade an solche Elite-Polizisten. Aber diese harte Reaktion, die du jetzt gerade beschreibst, könnte es auch daran liegen, dass er selber unter Druck ist, ja schon mehrfach der Rücktritt von Innenminister Beuth gefordert worden. Na klar kann man auf diese Idee kommen. Wir müssen uns mal angucken, was in der Polizei passiert. Ist. Gerade in der Polizei in Frankfurt. Das geht seit Jahren so. Nach außen hin wird das ja als eines wahrgenommen. Natürlich haben die Beamten des ersten Reviers, die in Verdacht sind, in rechtsradikalen Chats gewesen zu sein. Natürlich haben die nichts mit den Elite-Polizisten zu tun, mit den SEK-Polizisten. Aber nach außen hin ist es natürlich so. Und der Minister wird angegriffen. Und das scheint mir so, als habe er sehr, sehr schnell jetzt reagiert und vielleicht auch vorschnell. Heike Borowka, danke für deine Einschätzung.